Ja, salut, bienvenue, mes amis, hier ist wieder Kurs Filmwelt. Und heute habe ich mal gedacht, wir haben endlich Wochenende. Ja, schöner Freitag. Ich hoffe, ihr seid alle wohlbehalten nach Hause gekommen bei diesem Wetter, das da draußen herrscht. Und eigentlich wollte ich heute schon sehr, sehr, sehr viel früher live gehen. Kam aber einiges dazwischen, habe dann auch noch was zu tun gehabt im Hintergrund und dachte, naja, dann gehe ich heute Abend mal. Mal sehen, was hier auf Twitch los ist am Abend. Ja, und ich bin ja noch recht neu in meinem Kanal. Hier auf Twitch ist er noch neu, habe noch nicht so häufig gestreamt. Und ich dachte mal sehen, wie es so ist, wenn die Hauptzeit so ist. Ja, man muss ja verschiedene Zeiten mal ausprobieren. Und da dachte ich, naja, gehe ich halt heute mal um 8:30. Ja, und ich war recht günstig, wollte ich sagen. Ich war recht pünktlich, ja, für meine Verhältnisse. Ich habe meistens oft noch eine Minute Verzug oder so. Aber ja, heute hat es geklappt. Ja, und heute ist kein direktes ja, Review-Thema. Ja, obwohl ich gestern einen tollen Film gesehen habe, übrigens, aber den werde ich jetzt die Tage dann besprechen und dachte, naja, erstmal sehen, ja. Wir müssen ja hier erstmal uns kennenlernen und so, dachte ich, okay, mal sehen, ob hier überhaupt heute jemand bei Cooles Filmwelt bei der großen Konkurrenz auf Twitch mal vorbeischaut. Und währenddessen laber ich einfach mal so, dachte ich. Also, wie ihr heute seht, ja, heutiges Thema auf Cooles Filmwelt. Kulle talkt ins Wochenende. Ein besserer Titel ist mir nicht eingefallen, aber es passt ja, oder? Also, ja, und wenn nicht, wird es passend gemacht. Was nichts ist, aber was, ja, was nicht passend ist, wird passend gemacht. So nach dem Motto, ja. Naja, wollen wir mal sehen, ob sich hier einige einfinden. Wie gesagt, heute endlich Wochenende, endlich Freitag. Aber die Kulle arbeitet natürlich auch dann morgen noch und übermorgen noch. Ja. Montag mache ich dann frei. Und ich habe hier irgendwie schon Zuschauer, ja. Vielen Dank. Herzlich willkommen auf Cooles Filmwelt. Ich weiß gerade nicht, wer es ist, aber ich hoffe, ja, vielleicht ein bisschen kurzweilig hier. Heute kein direktes Review-Thema für alle, die jetzt zugekommen sind oder auch noch zuschalten. Ja, heutiges Thema, coole Talk, sich und euch ins Wochenende, ja. Naja, wollen wir mal sehen. Wie gesagt, heute noch viel zu tun gehabt, ja, ich hier. Und noch ein bisschen Schreibkram gehabt und dann wollte ich eigentlich nachmittags schon live gehen. Ja, eigentlich so zu 16 Uhr wollte ich eigentlich schon da sein und dann habe ich doch ein lieber Freund von mir angerufen, der brauchte Hilfe. Der suchte nach einem neuen Videoprogramm, ja, zum Schnitt, also für ein Schneiden und Kulle, kannst du mir mal helfen, ja, war ein gutes, ja, du bist ja immer da, ja, du brauchst ja mal sowas, ja, gut, habe ich gesagt, ja, ich habe ja meine Schnittprogramme, ja. Und aber ja, ich weiß da ein gutes. Nun ja, nun erstmal runterladen und dann mussten wir erstmal ausprobieren. Wir haben das alles bloß über Telefon gemacht. Also ich weiß nicht, bei meinem Freund da, ja, bei meinem Kumpel. Nee, ich habe das alles dann über, ja, Fern. Diagnose kann man dazu nicht sagen. Ja, also Fernanleitung gemacht. Ja, und dann hat er aber so, weil wir mehrere Sachen ausprobiert haben, tatsächlich 3,75 Stunden gedauert. Ja, was ist los? Mal sitter! 34 ist wieder da, ja. Nabend, ja, Nabend. Die Kulle, die ist wieder da. Deutlich verspätet als eigentlich geplant, aber es macht nichts, ja. Wenn die Kulle sagt, sie kommt, dann kommt sie, ja. Naja, jedenfalls hat er drei Stunden so gelabert, damit beim Kumpel und ausprobieren mit dem Programm. Läuft bei ihm prima, ja, er ist sehr zufrieden. Ja, dann ist die Kulle auch zufrieden, ja, wenn es dann klappt. Und alles so nach Wunsch verlaufen ist, dann letzten Endes ist ja alles prima, ja. Und ich bin halt so jemand, der immer, wenn er kann, gerne jemandem hilft und so, ja. Also einer Hand wäscht die andere, ja. Kann man ja so sagen. Naja, dann haben wir auch so ein bisschen Smalltalk gemacht und dann wollte er mir noch was zeigen und alles. Naja, dann sind es 3,75 Stunden geworden letzten Endes und er sagte dann, Kulle, wolltest du heute nicht noch hier live gehen? Naja. Eigentlich ja. Eigentlich wollte ich schon dreimal live gehen, weil ich habe mehrere Plattformen, wo ich live gehen kann, ja, und auch will. Und jo, nun ist da ein bisschen alles durcheinander gekommen. Habe ich gesagt, naja, dann gehe ich heute bloß auf einer Plattform und das ist jetzt mal gerade Twitch, ja. Gehst du heute noch live? Ja, da, ja. Wird ja ein bisschen spät, oder? Naja, da, ja. Ist auch egal. Wenn nicht, gehe ich auch nachts, ja, hier on. Naja, nun ist die Kulle schon vor Mitternacht noch da, ja. Das muss man erstmal danach machen, wenn man hier was Neues ausprobiert hat. Naja, was soll es sein? Ansonsten, ja, was war heute eigentlich bei mir los, ja? Würde euch ja auch gerne mal fragen, was bei euch los ist, ja. Aber
traut sich anscheinend niemand hier irgendwie was zu schreiben oder so, ja? Oder erstmal gucken, ja? Neues Gesicht ja auf Twitch, ja? Gefällt mir das? Kann ich sehr trauen, wenn ich da schreibe hier, ja? Antwortet sie? Ja, die Kulle antwortet immer, ja. Und hier, ich habe gestern noch auf einer anderen Streaming-Plattform übrigens gestreamt, ja? Und da konnte ich plötzlich, also wo ich hier so, ihr seht ja hier, habe ich ja noch geschrieben, ihr habt ein schönes Wochenende euch allen, ja. Konnte ich da nichts schreiben gestern, ja, auf der anderen Plattform, wo ich da gestreamt habe. Dachte ich, ja. Und dann dachte ich, erstmal gucken, ob es noch bei Twitch funktioniert, ja. Ja, hier läuft alles, ja, wunderbar. Also, wenn ihr hier euch traut, mir auch mal irgendwelche Nachrichten zu senden, hier im Live-Chat-Stream. Die Kulle kann auch mal was schreiben. Ja. Obwohl, eigentlich mache ich es immer so, dass ich wirklich direkt antworte, also hier über Bildschirm. Ja. Ist ja persönlicher. Ja. Also, ansonsten, ja, warte ich einfach mal. Wenn nicht, mache ich hier einen stillschweigenden Stream. Ja. Einfach nur so da sitzen. So einfach. Kann auch ein bisschen rumspielen mit so einem Haargummi hier. Ja. Ja. Manche sagen ja, ASMR soll so cool sein, ja. So. Damit habe ich es nicht. Ich denke, okay, ja. Was soll das mit diesem ASMR, Kinder, ja? Wer damit Erfolg hat, bitteschön, ja. Der hat seinen Content gefunden, ja. Ich denke immer bloß, holla die Waldfee, ja. Was ist denn das für ein Kindergarten, ja? Das ist für mich irgendwie was für Minderbemittelte, ja. Naja, die Kulle ist da eher, sie labert mir lieber, ja. Und dann haben manche schon gesagt, ja, mach das doch, weil ja, dann flüsterst du, ja. Ja, toll, da flüster ich mal, ja, so ganz leise ins Mikro. Ja, hallo? Was ist denn das, ey? Das ist doch nichts, das ist doch nicht anspruchsvoll, ja. Jedenfalls nicht für die Kulle, ja. Naja. Oder knipst um was rum. Ja, toll. Das soll es bringen? Nee, also jetzt habe ich dreimal so mal Ausflüchte genommen. Ja, ein ASMR-Kultus da, ja. Naja, für die Kohle ist das nichts, ja. Nichts. Nothing, ja. Da kann ich was sagen, rien ne va plus. Ja, nichts geht mehr. Da ist bei mir Schicht im Schacht, Leute. Naja, aber ich freue mich für jeden, der dieses Genre macht und für sich da die Erfüllung drin findet, ja, muss es ja auch geben, ja, alles klar. Ich meine, man muss, seien wir aber ehrlich, Leute, ja, man muss sich ja auch immer irgendwas Neues einfallen lassen. Ich meine, hier bloß so, gut, man kann auch einfach nur mal labern, ja, und einfach bloß blöd da sitzen, ja, man kann auch einfach mal so, einfach nur so da sitzen. Und die langweilt durch die Linse starren, ja. Ja, so ist das alles, ja. Ich gucke ja immer direkt, ich habe hier meinen Restream, wie ihr seht, da rechts in der Ecke, direkt hier vor mir, ja, als wenn, würde ich Fernsehen schauen. Ich sehe mich also selbst jetzt, ja. Ich rede zu mir selbst, Leute, ja. Aber eigentlich müsste ich ja so schauen, weil meine Kamera ist hier so drüber, ja, also rangemacht an meinem Laptop. Und eigentlich müsste ich immer so schauen. Wenn ich aber so schaue, dann schaue ich auch so halb in die Latichte, ja, also in die Laterne hier, in den Scheinwerfer. Und das blendet dann noch mehr als ohnehin schon. Also gucke ich immer so geradeaus, ja. Also so direkt, als würde ich selbst Fernsehen schauen. Ja? Als würde ich mir selber zuschauen, was ich da laber. Was so gut ist, weiß nicht, ob besser wäre, wirklich so in die Kamera zu schauen. Ich muss das mal echt mal ausprobieren, Kinder. Wie das wirkt, habe ich direkt die Latichte wieder vor mir, aber macht nichts. Ja? Wie das wirkt, wenn ich mal so schaue. Oder so. Naja, wollen wir mal sehen, was besser kommt, ja. Aber blenden darf mich natürlich nichts, ja? Das lenkt mich völlig ab. Ansonsten, meine Süßen, hoffe ich, dass eure Woche erfolgreich war, dass es schön auch war, nicht zu anstrengend, ja? Und dass ihr vor allen Dingen nicht mit diesem Wetter hier in Konflikt geraten seid, ja? Dass ihr nicht irgendwie euch was getan habt bei diesem komischen Wetter, kann man das nicht nennen, ja. Bei mir hier draußen, übrigens, es hat vor ein paar Tagen geschneit, ja. Und dann gestern irgendwann nochmal geschneit, ja. Dachte ich, war schon wieder ein bisschen alles weggetaut, ja. Dann dachte ich, du meine Güte, alles wieder zu gewesen, ja. Und dann kommt aber noch die doofe Sonne, die ich mag überhaupt keine Sonne, Leute, ja. Kommt die, ja.
Und denkt ihr, es schmilzt, ja? Soll doch schön betrübt sein, ja? Und dafür aber wärmer. Denn ich merke immer, merkt ihr das eigentlich auch oder kommt es mir nur so vor? Wenn Sonne hier noch im Winter ist, dann wird es automatisch kälter. Kälter, obwohl Sonne eigentlich ja ein bisschen wärmen sollte, ja? Nix, ja? Wenn jetzt, wir hatten hier auch in meiner Stadt sehr viel jetzt gerade Trübsal, ja, am Himmel, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, ja. Also da blühe ich ja förmlich auf, ja. Andere sagen immer so, oh, ich krieg die Wind, ja. Oh, wenn es so grau in grau ist, ach, oh, ich komme gar nicht aus dem Bett und ach, oh, ich fühle mich so mies. Ja. Ich kriege schlechte Laune. Ja, schlechte Laune kriege ich, wenn mir die Sonne immer hier auf den Sack geht. Ja. Darf ich das mal so sagen? Ja, wie es ist, ja? Darf ich das mal so sagen? Ja. Sonne ist für mich No-Go. Ja. Also ist ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ja. Außer wenn ich mal in Urlaub wäre, ja. Da gehört Sonne schon dafür für mich dazu, ja. Aber ansonsten, Kinder, wenn ich schön zu Hause bin und hier meine Sachen mache, ja, oh, schön, schön trüb und so, ja, kann man schon früh Licht anmachen und so. Ich bin auch jetzt schon sauer, dass bald wieder Frühling ist, ja. Wo die anderen sagen, oh, endlich wieder Frühling und so, ja. Gut, die Kälte finde ich jetzt auch nicht berauschend, ja. Aber so 20, 25 Grad, so, ansonsten so, ist gut, ja. Reicht, ja. Wärmer muss es nicht sein. Besonders wenn man in der Stadt wohnt und dann noch den ganzen, ja, die ganze Abgase hat von Auto und so, dann wird das noch muffiger, ja. Naja. Aber was soll ich sagen? Ja. Andere freuen sich jetzt schon wieder auf Sommer und Frühling vorher, ja. Ich denke, oh, du meine Güte, ja. Und diese Urzeitumstellung, diese Fake-Zeit, ja, muss man mal so sagen, wie es ist, die klauen uns einfach immer am letzten Wochenende des Herzens, ja, immer hier irgendwelche Dusseln, die Zeit, ja, die Sonne doch mal nicht hier, das ist keine Winterzeit, Leute, das ist Normalzeit, ganz normale mitteleuropäische Normalzeit, ja, hier nix, ja, und dann am letzten Wochenende hier am Sonntag da, ja, plötzlich eine Stunde vorstellen, ja, unglaublich, ist eine Unverschämtheit, finde ich das, ja. Und da bin ich jetzt schon wieder not amused, ja, bin schon wieder mal not amused, ja, wenn ich dann denke, oh, dann wird das schon wieder, dann mit der Zeit ja dann wieder um 4 Uhr, 5 Uhr irgendwann wieder, schon wieder hell, ja, also früh, ja, hell. Nein, ich mag's, wenn ich um 7 Uhr früh wach werde, mal aufs Klo muss, ja, oder um 7:30 ist ja auch mitunter jetzt noch so, sagen wir mal, ab bis. Und ich gehe so raus und muss erstmal Licht anmachen und dann denke ich so, oh, noch schön so Nacht, ja, fühle mich sehr glücklich in der Nacht und wenn es trüb und ja, regnet am besten noch, ja. Schnee, damit kann man mir auch, ja. Also nicht in den Fallen tun, ja. Mag ich nicht, ja. Schnee und Sonne, ja. Das sind die Gräuel der Natur, Filmkulle, ja. Also auf jeden Fall. Naja, aber was soll man machen? Ne? Müssen wir durch, genau. Dürft euch schreiben, ja, wenn ihr euch hier verirrt, bei all den vielen Twitch-Streamern, ja. Und denkt, was denn das da für eine Rübe, die ja in die Kamera linst, ja? Ihr dürft euch hier ruhig mit beteiligen, ja? Dass vielleicht ein bisschen mal Schwung reinkommt. Ich weiß auch nicht, wie lange ich heute streame, Kinder, ja? Vielleicht eine Stunde? Eine Stunde sollte schon sein. Aber es macht natürlich mehr Spaß, wenn hier auch mal ein bisschen Interaktion bei ist. Meine lieben Leute von heute und auch von morgen und übermorgen, ja? Wie ich immer so schön sage. Das muss mal ein bisschen flutschen hier, ja. Da macht es auch Spaß, ja. Also mir macht es auch so Spaß, ja. Ich kann mich auch selbst allein unterhalten. Da habe ich kein Problem mit. Hier zum Beispiel plötzlich auf Leute trifft, die den Stream auch ganz angenehm finden würden, wenn man mal eine Resonanz auch davon bekäme dann, oder bekommt dann. Und dann hier mal so ein bisschen Smalltalk ist. Denn wie heißt das heutige Thema, Leute? Ja. Könnt ihr mal hier unten im Ticker hier mal schauen, ja. Heutiges Talk ins Wochenende, ja. Wenn hier keiner heute schreibt, ja, hätte ich auch schreiben können, Kulle talkt sich ins Wochenende, ja. Das hätte ich vielleicht machen sollen, ja, für alle Fälle mal in Klammern gesetzt. Ja, ich kann mich auch selbst so, ja. Naja, ansonsten, Leute, muss mir ja immer was aus dem Ärmel schütteln, ja. Wenn ihr hier um das labert, um euch hier erstmal ein bisschen auf Trab zu bringen. Ansonsten sage ich einfach hier, ja. Und spiele ein bisschen auf mein Handy rum. Kann man auch mal machen, ja. Dann heißt das vielleicht so ein bisschen mal rascheln oder so. Mehr ist dann nicht, ja. Aber vielleicht wäre das genau mal das Interessante, Leute. Einfach mal so eine Stunde so da sitzen.
und nichts machen, aber auch rein gar nichts machen. Dann denken die, was ist denn da los? Ja? Passiert da nichts. Ja? Vielleicht die Leute so, dass sie sagen, oh, das ist ja ein desillusioniertes Video, ja. Ein desillusionierter Livestream. Mal sehen, ob da noch was passiert, ja. Nee, und am Ende dann einfach aus der Scheide, ja, vorbei. Das müssen wir mal bringen, Leute. Sollte ich vielleicht wirklich mal machen. Willst du mal versuchen, 5 Minuten gar nicht zu sagen? Dann mache ich jetzt mal im Selbstversuch. 5 Minuten ab jetzt. Wir haben jetzt 46. Ich sage jetzt bis 51 nichts. Gar nichts. Ich verweigere mich jetzt hier. Ja. So, ab jetzt, ich warte bis 47, dann geht es bis 52, okay? Ab 47 wird hier nichts mehr gelabert. Wenn ihr dann denkt, das Tonausfall, Pech gehabt. Das kann lustig werden dann. Ja. Ab 47 ist noch. Ich mach's dann, ich sag, wenn 47 ist, dann geht's los. Ich mach das jetzt einfach mal. Ich habe ja Bock darauf. Ich hab wirklich mal Bock darauf, so blöd da vor der Kamera zu sitzen. Und nichts zu machen. Jedenfalls nicht zu palabern. 47.
So, Leute, die Kulla hat die Schweigen gebracht, ja? Ich kann auch schweigen, ja? Nicht nur über Palabern. Aber hier ist nicht los auf Twitch. Man muss sagen, wie es ist, ja? Es ist einfach, ja, Trübsal hier, ja? Nichts los, ja? Naja, keine Ahnung. Kann ja auch Schluss machen, oder? Ich glaube, ich gehe heute raus und streame auch auf einer anderen Plattform, ja? Wer Lust hat, kann aber vorbeikommen, ja. Wo ich überall bin, meine Lieben, ja. Abschließung, ja, des Livestreams heute, ja. Resümee, tote Hose, ja. Möchte ich mal so sagen. Kinder, wer gerne wissen will, wo ich sonst noch überall Flüge ausgebreitet habe, ja, kann auf meinem YouTube-Channel gerne schauen, ja, unter der Kanalbeschreibung, da steht ja die ganzen Links da drin, ja, sind 13 Links, da könnt ihr gerne mich da kontakten oder weiß ich was, ja, könnt ihr mir nachfolgen, wo ihr gerne möchtet, ja. Und dann gehe ich jetzt auf eine andere Streaming-Form, um da mal mein Glück zu probieren, ja. Da war gestern schon mehr los, ja. Naja, was soll man machen, ja? Man muss es ausprobieren, Kinder. Wenn man es nicht ausprobiert, ja, kann nicht sein, ja. Wer den Livestream von heute, dann die Aufzeichnung noch nachvollziehen will, ja, naja, ja, gerne. Der ist noch 7 Tage verfügbar. Warum nur 7 Tage, ist auch lächerlich, ja. Und beim Premium sind 60, ja. Innerhalb von 60 Tagen live, hier on, ja. Also, ist auch nicht richtig, ja. Naja, also meine Lieben. Ich wollte euch eigentlich auch bloß ein schönes Wochenende wünschen, ja. Und erholt euch gut und macht euch schön. Und ja, die Schweigeminuten musste ich unbedingt mal bringen. Ich muss mal sehen, ob das fruchtet. Also, ob das wieder so rüberkommt, ja. Und jetzt sage ich einfach, ich schließe die Pforte, ja. Fermez la porte. Warte mal. Peut-être, ja. Also schließe jetzt die Türen, mal die Pforten, ja. Und dann vielleicht bis morgen, ja. Weiß noch nicht, ja. Wann und wo, aber irgendwo streame ich morgen. Da müsst ihr einfach, sucht die Kohle, ja. Gut. Bis dahin sage ich jetzt erstmal, immerhin 25 Minuten fast. Also Kinder, muss man einfach bringen, ja. Ja, sag jetzt mal schöne gute Nacht, ja, und salut ab im Tummelsami, euer Kulle. Es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Es hat mir Spaß gemacht, ja. Man muss es sagen, es war mal was anderes, ja. Es war eine Erfahrung wert. Aber mir ist ja, kann ich gar nicht so sagen, wa? Aber mir ist ja, ja. Cool. Hat mir Spaß gemacht, ehrlich. Tschüss, meine Lieben. Mann, Mann.